Das britische Königshaus zeigt seine emotionale Seite. Am 6. Juni ist der 80. Jahrestag des D-Days, der an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg erinnert. Aus diesem historischen Anlass besuchen die Royals eine Gedenkfeier in Portsmouth. Eine emotionelle Rede eines Marineoffiziers rührt die Blaublüter dabei zu Tränen. Fotos der Veranstaltung zeigen, wie Königin Camilla weint. Auch König Charles wischt sich die Tränen aus den Augen. Prinz William legt einen alleinigen Auftritt hin, ohne seine Frau Kate und ihre gemeinsamen Kinder. Obwohl sie sich aufgrund ihrer Krebserkrankung aktuell zurückzieht, scheint die Thronfolgerin ihre royalen Pflichten zu vermissen. Ihr Mann betont gegenüber den Veteranen, sie wäre heute gern hier gewesen. Feststeht, dass der Tag bei allen Anwesenden in Erinnerung bleibt.